Hallöchen. Bei mir hat es gerade geklingelt und ich habe ein Paket bekommen. Und zwar Ankas Wanderpaket. Ich nenne es zumindest mal so. Ich glaube, es heißt so. Und das ist, glaube ich, angelegt, dass es wirklich unendlich weitergeht. Das heißt, wer gerne mitmachen möchte, sollte sich mal informieren auf Ankas Kanal. Ankas Geblubber heißt sie da und ebenso auch auf Instagram. Dort kriegt ihr auch mit, wenn so ein Video wie ich das jetzt gerade drehe, zu diesem Paket erscheint. Jetzt wusste ich natürlich nicht, von wem ich das Paket bekomme, was es umso spannender macht. Ich habe aber zwischendurch schon ein anderes Video gesehen von Cindy. Kumos Buchwolke heißt sie auf YouTube und wusste deswegen so ein bisschen, was vielleicht noch drin sein könnte. Ich bin jetzt richtig gespannt, was tatsächlich noch drin ist. War gar nicht mal nur so leicht, das zu öffnen. Ich sehe als erstes hier eine Karte. Ach, das ist ja süß. Das ist ja echt süß. Ich habe mir nämlich noch gedacht, unter großen Bäumen ist gut zu ruhen. Chinesisches Sprichwort. Sehr schön. Ich liebe ja auch den Wald und die Natur. Sehr, sehr schön. Ich freue mich gerade so sehr, weil ich habe drauf geguckt und habe mir gedacht, so weit weg von meiner alten Heimat ist ja gar nicht diejenige, die mir das Paket geschickt hat. Wie gesagt, ich werde hier aus, weil ich nicht nachfrage jetzt und nicht genau weiß, werde ich jetzt hier nichts Genaueres sagen. Aber diejenige weiß es vielleicht, vermutlich, dass, also wo ich wohne, weil sie hat es zu mir geschickt. Und ich weiß ja auch, wo es herkam, weil Absender draufsteht. Dementsprechend wusste ich jetzt eben, es kommt so grob, nicht ganz genau, aber grob aus der Richtung, wo ich aufgewachsen bin. Und jetzt schreibt sie auf dieser Karte, dass sie mir ganz liebe Grüße, herzliche Grüße an ihre alte Heimat schickt, weil sie hier in der Nähe aufgewachsen ist, wo ich jetzt wohne. Das ist ja ganz kurios, dass es uns genau quasi in die anderen Richtungen verschlagen hat, das Leben. Ja, aber so läuft es manchmal. Deswegen, wenn ich das richtig sehe, kann ich hieraus auch lesen, wie sie auf YouTube, Quatsch, auf Instagram heißt. Ich werde sie mir gleich mal auch raussuchen und ihr dann natürlich ganz liebe Grüße auch nochmal schreiben. Zum Paket. Das hier habe ich schon bei Cindy gesehen. Habe ich das jetzt richtig rum? Sehr schön. Da schreibt wohl jeder so ein bisschen was rein. Ich gucke mir das ganz genauer natürlich noch an und bin sehr gespannt drauf. Ich finde es ja echt sehr süß, dieses kleine Heft. Gut, ich gucke jetzt aber wirklich mal endlich rein, was für Bücher hier drin sind. So, und da sehe ich schon ein paar und sie kommen mir alle nicht bekannt vor. Das freut mich umso mehr, weil umso mehr neue Schätze sind zu entdecken. Und zwar haben wir hier von Emma Donoghue Das Wunder. Wenn mich nicht alles täuscht, ist von ihr der Raum. Und es haben ganz viele geliebt. Ich kenne es aber nicht. Es sieht ein bisschen historisch aus, steht aber Roman drauf. In einem irischen Dorf ereignet sich 1859 ein Wunder oder ein tödlicher Betrug. Seit 4 Monaten hat die kleine Anna O'Donnell keine Nahrung zu sich genommen und ist doch durch Gottes Gnade gesund und munter. Dieses Wunder lockt Gläubige aus ganz Irland an, aber es gibt auch Zweifler. Schließlich beauftragt man eine resolute Krankenschwester, das 11-jährige Mädchen zu überwachen. Außerdem soll ein Journalist über den Fall berichten. Werden Sie Zeugen eines ausgeklügelten Schwindels oder einer Offenbarung göttlicher Macht? Ein historischer Roman und Page-Turner von höchster Intensität, sagt Stephen King. Das klingt sehr spannend. Vielleicht lese ich dann mal kurz in die ersten 2, 3 Seiten rein, ob das was für mich ist, weil so historisch lese ich ja eigentlich eher weniger. Von Kerstin Kanz, Nacht, Schatten, Mädchen. Ein Thriller. Das Cover könnte auch ein Jugendbuch sein. Ein etwas düsteres. Das wird der spannendste Sommer ihres Lebens, sprach Ferien in Granada. Carla kann ihr Glück gar nicht fassen. Zusammen mit Naldo, dem charmanten Neffen ihrer Gastmutter, erkundet sie die Stadt. Im Schatten der glanzvollen Festung Alhambra belauscht Carla ein seltsames Gespräch zwischen zwei Frauen. In derselben Nacht wird eine der beiden, eine Nonne, ermordet aufgefunden. Als die Polizei Carla mit dem Phantombild der Täterin konfrontiert, traut sie ihren Augen nicht. Die Person auf dem Bild ist sie selbst. Wie kann das sein? Okay. Auf der Suche nach Antworten stoßen Carla und Naldo auf ein furchtbares Geheimnis. Ein grausames Verbrechen mit einem wahren Hintergrund vor atemberaubender Kulisse.
Klingt auch richtig gut und ich habe noch nie was davon gehört. Auch da werde ich vermutlich eher mal reingucken. Aus dem Arena Verlag klingt ja doch so ein bisschen Richtung, wie es schon auch drauf steht, junge Protagonisten auf jeden Fall. Sehr spannend. Ich bereue es jetzt noch nicht, mitgemacht zu haben. Wo du auch bist von Fleur Smith Wick. Ein Roman. Aber wo du auch bist, klingt es auch schon wieder ein bisschen Thriller-mäßig. Mag da jemand keine Thriller und hat auch lauter reingelegt oder so? Denke immer an mich, wenn du, denn du bist mein Leben. In ihrer Kindheit waren sie unzertrennlich. Alice und Sam, der imaginäre Freund, der ihr nach der Scheidung der Eltern durch eine schwere Zeit half. 20 Jahre später stellt ein tragischer Autounfall Alices Welt erneut auf den Kopf. Sie erwacht aus dem Koma und Sam ist wieder da. Er bringt sie zum Lachen, führt sie langsam ins Leben zurück. Doch Sam will mehr und vor allem will er nicht, dass Alice ihrer Jugendliebe Jonathan wieder näher kommt. Fast zu spät erkennt Alice, in welcher Gefahr sie schwebt. Wie gesagt, das klingt ein bisschen nicht nur nach Roman, aber durchaus auch irgendwie spannend. Es ist wohl ein Debüt. Werde ich mir auch nochmal angucken. Es wird echt schwer, mich zu entscheiden. Ich sehe es jetzt schon kommen. Dann ist von Sandra Brown Eisige Glut drin. Ein Thriller. Der sieht auch danach aus, muss ich sagen. Irgendwann holt die Vergangenheit jeden ein. Albträume und Schlaflosigkeit sind die ständigen Begleiter des Journalisten Dawson Scott, bis er von einem Fall erfährt, der zur Story seines Lebens werden könnte. Ein Mann soll einen grausamen Doppelmord an seiner Frau und deren Geliebten verübt haben. Scott erhält einen entscheidenden Hinweis. Eines der Opfer, Jeremy Wesson, ist scheinbar der Sohn eines Terroristenpaares, das nie gefasst wurde. Auf eigene Faust beginnt Scott zu ermitteln und versucht über die attraktive Amelia Nolan, Jeremys Ex-Frau, an Informationen zu gelangen. Was er schließlich aufdeckt, ist mehr als erschreckend. Großartig beschriebene Charaktere und Liebe zum Detail machen aus diesem Thriller einen Gewinner. Ja, mir klingt es ein bisschen zu heftig, deswegen werde ich das vermutlich eher nicht wählen. Aber es kommen ja auch noch ein paar. Alles, nichts und ganz viel dazwischen von Ava Reid. Von diesem Buch habe ich sehr, sehr viel schon gehört und war auch schon nahe dran, es selbst zu kaufen. Ich lese nochmal vor, worum es geht. In jeder Dunkelheit brennt ein Licht, man muss es nur finden. Leni ist glücklich und liebt ihr Leben, bis sich etwas in ihr verändert. Plötzlich führt jeder Gedanke in Lenis Kopf ein chaotisches Eigenleben und ihre Gefühle drohen, sie zu überwältigen. Ganz tief in sich drin spürt sie etwas, das vorher nicht da war. Leere, Traurigkeit und unendlich viel Angst. Was fehlt ihr und wie erklärt man etwas, das niemand sehen oder verstehen kann? Am wenigsten man selbst. Genau, und es sind ja hier auch noch Zeichnungen und von der Autorin selbst geschriebene Einträge auch drin, was ich schon finde, dass das nochmal besonders macht. Auch da werde ich mich nochmal damit auseinandersetzen, ob das was für mich ist oder nicht, denn ich habe ein Buch von der Autorin For Good, habe ich sehr geliebt. Allerdings habe ich auch noch welche ungelesen von ihr hier stehen, mindestens zwei. Und da wäre die Frage, ob es so sinnvoll ist, noch ein ungelesenes von ihr dastehen zu haben. Ich werde mal gucken. So, ein bisschen habe ich darauf gehofft, dass dieses Buch noch drin ist. Denn ich habe es bei Cindy schon entdeckt. Harold Cobert, I don't know, Bordeaux. Harold Cobert. Ein Winter mit Baudelaire. Auch diesen Namen kann ich nicht richtig aussprechen. Ebenso wie Cindy tue ich mich da echt schwer. Aber ich dachte, das wäre am ehesten noch ein Buch für mich, ein Roman. Ist es, ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Vom Glück im Unglück nicht allein zu sein. Ein poetisch zärtlicher Roman um die Eigenwilligkeit des Lebens, die Liebe eines Vaters zu seiner Tochter und die ganz besondere Freundschaft zu einem unwiderstehlichen Vierbeiner. Mit viel Einfühlungsvermögen und herzerwärmendem Charme erzählt Harold Cobert von der Zerbrechlichkeit des Glücks und dem unbezahlbaren Geschenk, in den schwersten Stunden nicht einsam zu sein. Ein Winter mit Baudelaire ist ein Buch, das man mit großer Ergriffenheit Seite für Seite entdeckt wie einen geliebten Menschen. Nicht nur, weil es ein wunderbarer Roman ist, sondern weil es unsere Gefühle durchdringt und uns wirklich berührt. Das klingt für mich ein bisschen Richtung, wie hieß denn das? Das mit den Wörtern und so, das mit Dings verfilmt wurde. Naja, ihr wisst schon, ansonsten blende ich es hier ein. An das erinnert mich das irgendwie. Ich weiß nicht warum, auch wenn es ja nicht das gleiche ist und auch nicht so sehr, auch ein anderer Autor und so weiter. Aber irgendwie spielt in Paris. Ja, also ich denke, das wird auf jeden Fall bei mir bleiben. So, das wird auf jeden Fall nicht bei mir bleiben. Die Rote Königin von Victoria Afyard kennen vermutlich auch ganz viele oder ist vielen ein Begriff. Da gibt es ja mittlerweile, sehe ich, 4 Bände.
Rot oder Silber? Maris Welt wird von der Farbe des Blutes bestimmt. Sie selbst gehört zu den Roten, deren Aufgabe es ist, die Silberelite zu dienen. Der Silberelite zu dienen. Lesen kann sie nicht mehr. Denn die, auch nur die, besitzt übernatürliche Kräfte. Doch als Mare, wir einigen uns auf Mare, doch als Mare bei ihrer Arbeit im Schloss des Königs in Gefahr gerät, geschieht das Unfassbare. Sie, eine Rote, rettet sich mit Hilfe besonderer Fähigkeiten. Um Aufruhr zu vermeiden, wird sie vom Herrscherpaar als Silberadelige ausgegeben und mit dem jüngsten Prinzen verlobt. Aber es ist der Thronfolger, der Mares Herz höher schlagen lässt. Das ist mir nämlich zu Jugend-Fantasy-mäßig und deswegen hat mich das noch nie richtig interessiert. Ich habe die Geschichte öfter mal gezeigt gekriegt, aber ja, mich konnte sie noch nicht begeistern, deswegen wird das drin bleiben. Und auch bei den letzten dreien weiß ich nicht, ob mich eins noch begeistern kann. Wir haben hier von Bernhard Eichinger Bösland und dafür würde mich vermutlich meine beste Freundin lünchen, dass ich sage, ich möchte kein Bernhard Eichinger Buch lesen. Er hing an dem Gürtel, mit dem er mich immer geschlagen hat. Ich starrte sein Gesicht an, seinen offenen Mund, seine weiße Haut und die Hände, die still an seinen Armen herunterhingen. Da war nichts mehr, das mir Angst machte. Ich war glücklich, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben. Die Welt will die blutigen Bücher dieses Tirolers. Es soll sehr blutig sein, es ist ein Thriller, es ist. Nee, nicht meins. Von Jana Oliver, Die Dämonenfängerin, aller Anfang ist Hölle. Der erste Band einer der aufregendsten Serien aller Zeit. Würdest du freiwillig wochenlang auf einem Friedhof kampieren, um deinen Vater vor der Unterwelt zu schützen? Oder dein Leben riskieren, um die Welt von Höllenbrut ersten Grades zu befreien? Lesen ist halt echt schwierig. Riley Blackthorne hat keine andere Wahl, denn sie ist die Dämonenfängerin, teuflisch clever und ganz und gar einmalig, sagt PC Cast. Das ist wieder Fantasy, das ist einfach nicht meins. Wobei, es wäre die Frage, ob das hier meins ist. Von Robert Galbraith, Der Ruf des Kuckucks. Meines Wissens ist das boah, ich reden. Ich komme noch mal rein. Robert Galbraith, Der Ruf des Kuckucks, ist meines Wissens das, genau, Krimi-Debüt von J.K. Rowling und dem Pseudonym. Und das würde mich dann durchaus eventuell eben doch interessieren, weil es eben J.K. Rowling ist. Ich habe es mir nie selbst zugelegt, weil ich dachte, ach naja, Krimi und 600 Seiten, wer weiß. Aber vielleicht werde ich auch hier einfach mal reinlesen und schauen, ob es mich nicht doch packen kann, weil grundsätzlich finde ich schon ganz spannend. 2013 ist es erschienen. Ja, ist ein bisschen schon her, ne? Ich werde es mir auch nochmal angucken. Und an dieser Stelle ist auch das Video für euch zumindest vorbei, denn ich möchte gar nicht verraten, welche Bücher ich dann reinpacke. Das soll noch ein bisschen Überraschung sein für diejenigen, die das noch nach mir bekommen, das Paket. Teilweise ist es ja ein Stück weit bekannt geworden, was mir nicht so gefällt und was wieder drin landen wird. Dementsprechend ist es nicht ganz überraschend, was die nächste Person kriegt. Allerdings so teilweise eben durchaus. Ein paar Bücher, wie gesagt, da lese ich nochmal rein. Das sind genau die Hälfte. Genau die Hälfte der Bücher gucke ich mir nochmal an, ob ich oder was ich davon vielleicht nehme und dann dementsprechend natürlich ersetze. Ich freue mich riesig, dass ich Teil dieser ganzen Aktion sein darf und bin sehr gespannt, wer noch mitmacht und wer als nächstes vielleicht auch ein Video dazu dreht oder vielleicht auch einfach auf Instagram dazu berichtet. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich ja, gerne da auch markiert und jetzt gucke ich erstmal, was wieder ins Paket wandern darf. Einen schönen Tag wünsche ich euch und lest gute Bücher. Bleibt gesund. Tschüss!